Der Duft von Zimt und Liebe. Gelesen von Carsten Krause. Ob Chris schon losgefahren war, wie jedes Jahr, wissen wir nicht. Wir beiden jedenfalls saßen gemeinsam im Auto und schauten auf die roten Rücklichter von all den anderen Menschen, die auch losgefahren waren, um ihre Liebsten zu besuchen. Weihnachten. Das Fest der Liebe und Familie. Schön und besinnlich unter dem Tannenbaum. Leckeres Essen und Geschenke und vor allem Streit. Jedenfalls war dies in unserer Familie so. Jedes Jahr dasselbe Ritual nach der Bescherung. Der selbstgestrickte Pullover war zu groß, die Theaterkarten mitten in der Arbeitswoche, die CD bereits vorhanden. Ätzend. Dieses Jahr sollte alles anders werden. Francine und ich würden einfach ohne Geschenke zu unseren Eltern fahren. Unsere Idee, keine Geschenke, gleich keinen Streit. So hofften wir es jedenfalls. Dass alles anders kommen sollte, als wir dachten, wussten wir im Stau auf der A1 noch nicht. Dieses Jahr sollte unser Weihnachten nach Zimt und Liebe duften. Francine, mach bitte das Fenster zu, die Schneeflocken wehen schon herein. Wieso? Nur weil du keinen Schnee magst, soll ich drauf verzichten? Danke. Schöne Bescherung. Francine schloss das Beifahrerfenster widerwillig. Ich denke nicht, dass wir das lange diskutieren sollten. Ich bin die Fahrerin und friere. Chilis Unterarmhaare stellten sich auf. Nicht nur wegen der Kälte. Francine drehte am Sendersuchlauf, um einen neuen Radiosender einzustellen. Mann, Francine, jetzt lass bitte den Sender dran. Ich muss wissen, wie lange dieser Stau noch dauert. Steig doch aufs Autodach und geh gucken. Francine lächelte triumphierend. Ihrer Schwester würde sie so schnell nicht klein beigeben. Warum hatte sie sich nur von ihrer älteren Schwester abholen lassen? Sie wusste es nicht mehr genau. Wahrscheinlich Geldnot. Seit ihrem Medizinstudium war sie notorisch klamm. Denn sie hatte keine Zeit zu jobben. Warum auch? Ihre Eltern hatten doch genug Kohle. Ich habe Hunger. Können wir gleich anhalten? Fragte Francine missmutig. Wir stehen bereits, Schwesterlein. Wir stehen bereits seit genau 21 Minuten hier im Stau. Ich muss mal dringend aufs Klo.